bin 83 Jahre alt. Das heißt, ich bin geboren 1932 und ich war 13,5 Jahre alt, als ich aus Pommern vertrieben wurde. Meine Kindheit habe ich also in Pommern erlebt, aber dann war ich nicht mehr in Pommern, außer zu Besuch. Ich sage das deswegen, weil das Generationenproblem ein großes Problem ist. Meine Kinder sind nicht mehr in Pommern aufgewachsen, sondern hier in Göttingen. Für meine Kinder ist natürlich Göttingen die Heimat, Niedersachsen die Heimat und Pommern auch weit weg. Wie umgekehrt, die vielen Polen, die dann nach Pommern gekommen sind, nach dem Kriege, Pommern ja auch etwas ganz Neues war. Denn die kamen zum Teil aus Zentral- oder aus Ostpolen. Und sodass sie das Ergebnis haben, sie haben sozusagen hier ein Land, das ein bisschen zwischen den Erinnerungen ist. Die Erinnerung der alten Deutschen, der neuen Deutschen, die gibt es ja dafür gar nicht mehr. Die alten Deutschen, die dann weg sind, und die Erinnerung der neuen Polen, die hingekommen sind. Und nun, wie kommt das zusammen? Antwort: Ich bin froh, dass ich Historiker bin, weil ich als Historiker ja gewohnt bin, dass ich auch über Welten schreibe und denke, die es gar nicht mehr gibt. Also denken Sie nicht, also als Historiker, dass in Polen wie in Deutschland müssen Sie auch etwas vom Mittelalter wissen. Ganz alte Historiker, die sagen, wir müssen auch was wissen vom Römischen Reich. Und es gibt es ja alles gar nicht mehr. Also, was tut man, um an die Wirklichkeit heranzukommen? Sie brauchen heute, so gut es geht, immer beides. Sie brauchen das, was wir die Erinnerungskultur nennen, was also noch Menschen wissen, die da noch gelebt haben, aber die sind, wie Sie meinem Alter sehen, inzwischen, die sterben. Die sind bald nicht mehr da. Und dann brauchen Sie daneben Historiker, die wissenschaftlich die Sache bearbeiten. Und jetzt sage ich etwas Komisches. Die arbeiten heute über Pommern so, wie Historiker über das Mittelalter arbeiten. Das ist ganz lange her. Also ich fange mal mit dem zweiten an, was haben wir von den alten pommerschen Überresten, wie ich das nenne, die auch meine Kinder, wenn die hinkommen, sehen können? Das sind natürlich in der Regel die alten Kirchen. Die Kirchen sind ja meistens noch da und es sind sehr häufig noch die alten Gutshäuser, was davon übrig geblieben ist. Und dann sind natürlich geblieben die Straßen, die hat man ja nicht geändert, und es ist geblieben die Landschaft. Das sind Dinge, die kann man erforschen, auch wenn man nie dort gelebt hat. Damals gab es noch, in der alten Zeit, in der ich groß geworden war, gab es ja noch die Adelswelt. Und Pommern war ein Land, in dem der Landadel eine starke Position hatte. Das ist etwas, was Polen kennen. In Polen hat es überall Adel gegeben. Wenn Sie eine Adelsfamilie hatten, wie bei uns in Triglav, meine Familie, hat die sich unterschieden von der Bevölkerung im Dorf. Das Dorf, ich bin auf der Volksschule mit den Kindern zusammen gewesen, aber die wenigsten von denen kamen schon in das Gymnasium nach Greifenberg, weil das war damals noch nicht so üblich. Also
was wir heute nennen, den Sozialaufstieg von Menschen, der war damals noch weniger ausgeprägt. Heute ist das normal. Aber als ich dort auf die Schule ging, dann war es selbstverständlich, alle Kinder der Gutsbesitzer waren auf dem Gymnasium in Greifenberg. Und dann waren natürlich auch dort Kinder von den städtischen Familien, also die Kinder vom Apotheker, die Kinder vom Landrat, die Kinder vom Studienrat, solche Leute auch, aber sehr wenige vom Dorf. Was habe ich eigentlich erlebt noch von dem alten Pommern? Also aus der deutschen Zeit jetzt erstmal, bevor die Rote Armee kam. Antwort: Ich habe erlebt, im Grunde noch eine vormoderne Zeit, relativ wenig industrialisiert und eine Welt, in der der Adel sehr stark dominierte. Was heißt Adel? Und da sage ich jetzt etwas, was Polen wieder verstehen. Es gab in Europa keinen Adel ohne Feudalismus. Es gab weder in Frankreich noch in Polen, nirgendwo. Es gab keinen Adel ohne Feudalismus. Das heißt, jetzt sage ich es mit einem deutschen Wort, keinen Adel ohne Stände. Das Wort gibt es auf Polnisch auch. Die Polen haben das aus dem Deutschen übernommen, ein Stand. Die Deutschen, alle in Europa, kannten, jeder Bauer wusste, wir leben in einer ständischen Welt. Nicht in einer demokratischen Welt. Das war in Polen genauso wie in Deutschland, wie in Frankreich. Es gab keine Demokratie, sondern es gab Stände. Die Demokratie kam ja erst mit den Städten, allmählich und auch dann, wie Sie wissen, sehr, sehr vorsichtig. Und auch heute sind noch nicht alle Polen Demokraten und auch heute sind noch nicht alle Deutschen Demokraten und auch nicht alle Franzosen Demokraten. Ich sage immer etwas scharf, die Demokratie hat eigentlich sich erst in Amerika durchgesetzt. Bei den Einwanderern Europa in Amerika, das war dann keine Adelswelt mehr. Also ohne Amerika, das sage ich etwas drastisch, wäre die alte feudalistische Welt in Europa gar nicht zu Ende gegangen. So scharf sage ich das. Weder das Polen, das alte Polen, noch das alte Deutschland war frei von Feudalismus, gab es gar nicht. Es dauerte ganz lang. Was heißt das nun? Das heißt, dass auch noch im 20. Jahrhundert Bauern und Landarbeiter wussten, sie gehören einem anderen Stand an als der Adel. Das wussten sie. Folglich lebte man, und jetzt kommt ein scharfes Wort, man lebte in einem solchen Dorf, lebte man im Grunde in zwei Welten. Es gab zwei Welten in einem Dorf. Das eine war die Welt des Gutes, des Adels, und das andere war die Welt der Landarbeiter und der Bauern. Es waren zwei Welten. Und das merkten sie auch noch an der Sprache. Die Menschen im Dorf, wie wir sagten, also wir nannten auf Deutsch das die Leute, die sprachen meistens noch Plattdeutsch. Während die Gutsbesitzer das nicht taten, die sprachen Hochdeutsch. Hochdeutsch war eine Sprache der Gutsbesitzer und war eine Sprache natürlich der Pastoren der Kirche. Der Gottesdienst war auf Hochdeutsch. Also, sie hatten in einem Dorf zwei Welten. Und ich habe als Kind gelebt in der einen Welt, in der Welt der Gutsbesitzer. Und habe dann erst allmählich gemerkt, dass die Welt im Dorf anders war. Da braucht man als Kind Zeit, bis man das begreift. Es gab aber deswegen nicht unbedingt Spannungen, sondern wenn die Gutsbesitzer vernünftig waren, behandelten sie ihre Leute auch gut. Aber
Ich wage den Satz zu sagen, es gab in den Dörfern so gut wie keine Demokratie. Pommern war, solange Pommern deutsch war, rein protestantisch. Es gab bei uns gar keine Katholiken. Und als die Polen kamen, wurde Pommern, wie Sie wissen, fast rein katholisch, weil die Polen Katholiken sind. Das heißt, sie hatten jetzt auch einen Wechsel in der Kirche. Und man könnte jetzt einen ganzen Vortrag halten über die Frage, wie ist das Verhältnis der katholischen Kirche zur modernen Welt und wie ist das Verhältnis der protestantischen Kirche zur modernen Welt? Meine Antwort, ich sage es einfach, die Protestanten waren viel aufgeschlossener für das, was wir heute die Säkularisierung nennen. Die Katholiken haben sich viel mehr gesperrt gegenüber die Säkularisierung. Sie müssen ferner, wenn Sie in Pommern leben, wissen, wer sind die Nachbarn. Und die sind dieselben. Das ist vor allen Dingen Schweden im Norden. Und ich frage mich immer, wie viel wissen die Leute heute von Schweden? Für uns haben die Schweden eine große Bedeutung gehabt. Und konnten die auch meistens Deutsch. Und dann spielte eine Rolle, die Schweden waren auch alle Protestanten. Und damit sind wir bei der Konfessionsgeschichte. Pommern, muss man wissen, war eines der ersten Länder, die die Reformation von Martin Luther mitmachten. Und einer der wichtigsten Berater von Luther war ein Pommer. Der hieß Bugenhagen. Und er hat die erste richtige, schöne Geschichte Pommerns geschrieben, die ich besitze. Eine wunderschöne Geschichte Pommerns, die müsste man ins Polnische übersetzen. Wie hat ein Mann wie Bugenhagen vor 500 Jahren die Geschichte Pommerns geschildert? Und da kommt sogar Triglaff vor, da drin. Sie müssen, ob das nun schön ist oder nicht, zurück in die alte Geschichte. Also man sollte auch in Polen heute wissen, warum ist eigentlich Pommern protestantisch geworden? Warum ist Pommern nicht katholisch geblieben? Was hat eigentlich die Menschen dazu getrieben? Und zwar alle sind katholisch geworden, sind evangelisch geworden, wie wir sagen. Also, haben auch, und das ist nur eine große Frage. Ich habe eine Antwort darauf, aber ob die richtig ist, weiß ich nicht hundertprozentig. Wer musste, wenn das Land evangelisch werden sollte, dazu Ja sagen? Natürlich der Adel. Denn wir waren ein Land, das vom Adel regiert wurde. Aber auch die Städte. Die Städte waren wichtig für die Reformation. Warum? Weil die Reformation brachte die Bibel in deutscher Sprache. Man vergisst das immer, wenn man, fragen Sie heute mal Polen in Pommern, warum ist, was ist eigentlich Luther, was bedeutet die Reformation? Kriegen Sie meistens gar keine Antwort. Meine Antwort, die von zentraler Bedeutung auch für Polen ist, Luther hat die Bibel übersetzt aus dem Lateinischen ins Deutsche und dann konnten die Leute das lesen. Das heißt, die Bevölkerung wurde alphabetisiert. Die Pommern, also im 16. Jahrhundert, also im Jahrhundert der Reformation, waren zu 80% alphabetisiert. Das müssen Sie sich mal überlegen. In den Dörfern 80% konnten lesen. Die lasen die Bibel. Und wenn es nur die Großmutter war, die abends noch was vorgelesen hat, wer macht das heute noch? Dadurch wurde auf einmal die Reformation interessant. Wir können lesen, wir müssen nicht dazu Latein sprechen, was wir sowieso nicht können. Wir haben einen eigenen Zugang des Volkes zur Muttersprache. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Und das hat dazu beigetragen, dass auf einmal auf den Dörfern die Bauern lesen konnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Reformation. Und nun der Adel. Der Adel, warum wird der protestantisch? Warum,
weil er natürlich viel mehr Freiheiten kriegte, als er hatte. Er war nicht abhängig vom Klerus in dem Maße, wie das in der katholischen Kirche der Fall ist. Und die Leute wollten mehr Freiheiten haben. Also Sie sehen, es sind, wenn man über die Dinge historisch nachdenkt, manchmal ganz einfache Sachen. Es sind manchmal ganz einfache Sachen, die, wenn man drüber nachdenkt, auch verständlich sind. Also meine Familie kann ich, die sind alle in der Reformationszeit Protestanten geworden. Und wir haben da Quellen darüber. Warum sind die Protestanten geworden? Es waren Kaschuben übrigens, die gibt es ja heute auch noch in Polen. Und die Kaschuben, die ja auch Verbindungen nach Polen hatten, aber sie waren Protestanten. Und dadurch, dass sie jetzt Protestanten wurden, haben sie sich natürlich viel mehr nach Deutschland orientiert und zur Reformation hin, von Luther. Und auf einmal kriegen sie eine Bildungsschicht. Das war Ihre Frage gestern mit den Eliten. Sie kriegen auf einmal eine Bildungsschicht, die ganz anders war als vorher. Sie konnten, also das waren Leute, die konnten lesen, die konnten schreiben. Das waren Leute, die konnten selber entscheiden. Auf Landtagen haben die entschieden, waren nicht immer nur abhängig von der Zentrale. Und sie haben, was auch wichtig ist, sie haben auch viel stärker selber gewirtschaftet. Also die Protestanten haben ja die Klöster alle säkularisiert. Im Mittelalter hat es natürlich in Pommern auch viele Klöster gegeben, auch wie in Polen, überall. Aber jetzt in der Reformation werden die Klöster abgeschafft. Warum? Wieder ein Punkt, weil Luther gesagt hat, Frauen können wir auch heiraten. Warum müssen eigentlich Frauen in Klöster? Wir könnten doch einen Pastor, also ein katholischer Priester darf ja nicht heiraten. Und er ist aber genauso ein Mann wie alle anderen auch. Und in Klammern gesagt, macht es dann heimlich. Und auf einmal kommt Luther und sagt, das ist unnatürlich. Und Luther heiratet, ein Symbol. Man überlege sich, Luther, Martin Luther, der große Martin Luther heiratet. Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Er hat gar nicht gesagt, wieso, ich bin doch auch ein Mann und ich brauche eine Frau. Und dieses war eine weitere Sensation. Also erst, was ich sagte, dass die Leute lesen lernten, nicht? Die Bibel wird übersetzt. Dann die größeren Freiheiten. Da muss ich vom Adel auch noch was erzählen, was wichtig ist. Und dann kommt gleich, und dann kommt das auf einmal die Frauen an eine andere Position kriegen. Und die Frauen werden gleichberechtigt. Das ist eine Sensation allererster Güte. Also die, sowas hat sich keiner im Mittelalter denken können. Und die Pommern fanden das prima. Die sind deswegen protestantisch geworden. Die haben gesagt, das ist ja toll. Also unsere Pastoren können heiraten. Und wir werden als Frauen nicht ins Kloster eingesperrt. Wir sind gleichberechtigt. Man muss den Leuten, die heute leben, immer sagen, vor 100 Jahren war das in der Regel noch in Europa. Also die vor 100 Jahren, auch in Frankreich, hat es viele Gebiete gegeben, die waren das, was wir rückständig nennen. Ländlich, ohne Industrie und ohne die ganzen modernen Verhältnisse. Also, was heißt moderne Verhältnisse? Ein Arzt, heute ganz wichtig, die Medizin. Es gab natürlich in Triglav, wo ich wohnte, keinen Arzt. Da mussten sie nach Greifenberg, in die Stadt. Und was war, wenn man nun, ich weiß nicht, gefallen war, da musste der Arzt kommen. Und das waren immerhin 7 Kilometer. Der musste in viele Orte, der musste ja nicht nur zu uns kommen. Also es gab nicht wie heute überall Ärzte, sondern man musste im Grunde immer in die Stadt. Ärzte gab es nur in der Stadt
Und in der Stadt gab es natürlich auch ein Krankenhaus. Aber ein Krankenhaus in Greifenberg war noch nicht so modern, wie es heute ist, weil die ganze Medizin noch nicht so modern war. Und das Zweite nun, die Industrialisierung. Und das hat auch Bedeutung für die Landwirtschaft. Ich erinnere mich als Kind an eine ganz konkrete Sache. Nämlich, als ich ganz klein war, arbeiteten bei uns die Leute mit Pferden auf dem Lande. Also die Ernte wurde eingebracht mit Pferdewagen. Später wurde das modernisiert und dann gab es Trecker, Traktoren. Und dann gab es schon Mähdrescher. Es gab also jetzt so ab Ende der 30er Jahre gab es in Pommern und bei uns auf dem Lande moderne Maschinen, die es vorher gar nicht gegeben hat. Also es gab dann doch, wie ich das immer sage, den Übergang von der Pferdewirtschaft zur Maschinenwirtschaft. Als ich kleines Kind war, waren bei uns in Triglav die Ernte und die ganze Landwirtschaft noch mit Pferden gemacht. Das war nachher Ende der 30er und in den 40er Jahren nicht mehr der Fall. Dann waren schon Maschinen, Trecker, Traktoren, wie man sagte, und Mähdrescher da. Also die Maschinisierung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie dafür Leute brauchten, die das lernten, wie man damit umgeht. Sie mussten Leute haben. Früher brauchten sie nur Leute, die mit Pferden umgehen konnten. Jetzt mussten sie Leute haben, die mit Maschinen umgehen konnten, die auch Maschinen reparieren können mussten und solche Sachen. Die ländliche Welt, also spielte der Adel eine große Rolle. Der Adel, das war in ganz Europa so. Also wenn Sie mich fragen, was war das alte Europa von Frankreich bis Polen, dann würde ich sagen, das alte Europa war im Grunde eine Adelswelt. Es gab keine Gegend, wo nicht der Adel eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber nun bilden sich neue Eliten heran. Es gibt jetzt Eliten aus der Industriewelt. Da kommen Unternehmer, da kommen Ingenieure. Also die waren dann nicht einfach mehr die ländlichen Eliten wie der Adel. Und dann kommt eine Zeit, wo es dann manchmal gar keine Eliten mehr gegeben hat, nämlich als nach dem Kriege natürlich überall die Adligen in erster Linie vertrieben worden, denn vergessen wir nicht, ich spreche nachher noch länger darüber, es kam ja zunächst einmal die Rote Armee nach Pommern und die Rote Armee, das war die Armee der Sowjetunion. Und in der Sowjetunion hatte Lenin bekanntlich den Adel völlig vernichtet. Und das heißt, die Rote Armee, die nach Pommern kam, die hat natürlich dafür gesorgt, dass zunächst einmal die Adligen entmachtet wurden. Das ist ja ganz klar. Und dann erst kommen die Polen, aber die hatten, als sie kamen, brachten sie auch nicht ihren eigenen Adel mit, sondern sie brachten Bauern mit und so weiter. Das heißt, es kommt dann nach dem Kriege eine Zeit, wo es eigentlich keine Eliten mehr gab auf dem Lande. Wie war das in der Zeit des Nationalsozialismus unter Hitler? Sie müssen wissen, wie waren die Deutschen, die Pommern im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich von Hitler? Wie waren sie in Schlesien? Das muss man wissen. Und wie viele Nazis hat es gegeben? Und warum waren die Nazis? Das sollte ein Pole, der in Pommern lebt, wissen. Also, damit bin ich wieder bei dem Thema von gestern. Nicht die Probleme der Demokratisierung, davon müssen Polen sowieso etwas wissen, wie schwer es ist, eine Demokratie einzuführen. Menschen sind auch heute in Polen nicht alle Demokraten. Die Demokratisierung ist ein
langwieriger Prozess. Es dauert, weil man sehr viel lernen muss über Selbstständigkeit und so weiter. So, und jetzt ist also meine These, es hat in Pommern in vielen Gebieten mit der Demokratisierung nicht geklappt, weil die Menschen auf dem Lande dachten, ach, wir leben hier so für uns und nicht genügend Selbstständigkeit hatten im politischen Denken. Sie waren im Praktischen sehr selbstständig, aber sie hatten im politischen Denken nicht genügend Selbstständigkeit. Und jetzt kommt Hitler. Und Hitler, was sagt Hitler in Pommern? Die Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Hitler sagt in Pommern zwei Sachen und damit kriegt er Stimmen. Die erste Sache, sagt er, die Pommern, die Bauern müssen selbstständiger werden, freier vom Adel. Also Bauern müssen Land kriegen und müssen sollten nicht einfach nur Gutsbesitzer sein, Gutsbesitzer-Arbeiter sein. Also es wird so ein Unterschied gemacht zwischen Bauern und Landarbeitern. Das ist ein Punkt, womit Hitler sehr viele Bauern haben deswegen die Nazis gewählt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Nazis sehr geschickt gearbeitet haben mit den Folgen des Versailler Vertrages, denn Deutschland hatte ja den Ersten Weltkrieg verloren und in der Folge der Niederlage im Ersten Weltkrieg kamen ja neue Grenzen und da kam, wie wahrscheinlich die Polen heute wissen, ein sogenannter Korridor zwischen Pommern und Ostpreußen. Also es gab ein Stück Land um Danzig herum, das gehörte zu Polen. Östlich davon, Ostpreußen, war wieder deutsch. Westlich davon war Pommern. Das ist auf die Dauer keine gute Lösung, wenn Sie sozusagen ein Land in zwei Teile schneiden. Also wenn Sie mit dem Zug von Stettin nach Ostpreußen fuhren vor dem Kriege, dann wurden Sie an der Grenze von Pommern kontrolliert. Nicht in, also hinter Lauenburg, auf heute heißt das auf Polnisch Lemborg, da kam die Grenze bei Großboschpol, Wejerowo und dann kamen polnische Kontrolleure in den Zug und dann fuhren sie ein paar Kilometer weiter und dann kamen sie schon wieder in das Danziger Gebiet und dann nach Ostpreußen und dann waren wieder Deutsche. Da haben die Nazis mitgearbeitet. Und dann haben sie gesagt, das ist doch völlig unnatürlich. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen doch eine direkte Verbindung haben. Und dann wollten sie eine Autobahn bauen von Pommern, die ist heute noch nicht fertig. Eine Autobahn durch Pommern durch nach Ostpreußen. Dann wäre man viel schneller da gewesen. Und solche Sachen, damit arbeiteten die Nazis. Naja, und das können Sie, das dritten Punkt können Sie sich denken, die Nazis, es gab ja viel Arbeitslosigkeit. Das wissen die Polen heute auch, was das ist. Es gibt auch heute in Polen sehr viel Arbeitslosigkeit. Und dann kamen die Nazis und sagten, nein, jetzt kriegen alle wieder Arbeit. Und dann bauen wir eben Autobahnen, dann müssen die Leute Straßen bauen und Eisenbahnen bauen und dann nachher natürlich auch fürs Militär. Also Hitler versprach die Reduktion der Arbeitslosigkeit. Und dann kann man das verstehen, dass auf einmal viele Leute sagten, na so schlimm kann es ja nicht werden. Und es gab ja am Anfang des Hitlerreiches auch noch keinen Krieg. Der kommt ja dann erst. Die klugen Leute, die wussten schon, das kann noch Krieg geben. Aber 1933 redete ja keiner vom Krieg. Und dann kommt eine Sache, die heute auch in Polen nicht genügend bekannt ist. Dann hat sogar Hitler einen Vertrag mit Polen gemacht. Die beiden ersten Verträge, die Hitler gemacht hat, waren einmal das berühmte Konkordat mit der katholischen Kirche. Also sein erster großer internationaler Vertrag war das Konkordat mit Rom im Jahr 1933.
Und dann kommt im Januar 1934 kommt ein Vertrag mit Polen, einen guten Nachbarschaftsvertrag. Das sind Dinge, da hat es viele Polen gegeben, die gesagt haben, ach, so schlecht ist das doch gar nicht. Und warum sollen wir nicht mit denen auch unseren Vertrag machen? Hauptsache, die Russen kommen nicht. Nicht immer die. Und dann kommt es zu einem Vertrag, 1934 schon, zu einem Vertrag zwischen, einem guten Nachbarschaftsvertrag zwischen Polen und Hitler-Deutschland. Für mich spielt der Bruch des Jahres 1945 eine zentrale Rolle in meinem Leben, denn Sie müssen sich denken, ich erlebe jetzt auf einmal, nicht nur wie wir aus Triglav weg müssen, sondern wie auf einmal die ganze Geschichte dadurch ja eine andere Perspektive bekommt. Jetzt auf einmal komme ich in den Westen und dann weiter bin ich ja in der Schweiz gewesen, nach Frankreich gekommen und dann komme ich in eine völlig andere Welt hinein. Aber ich meine pommersche Welt wollte ich ja nicht vergessen. Die war ja auch gar nicht so schlecht. Um Ihr Wort zu benutzen, der Bruch für mich natürlich Bedeutung hat. Wenn Sie mein Triglav-Buch lesen, da ist ja schon das 7. Kapitel über diese Nachkriegszeit. Und da stellen Sie eine Sache fest, über die man in Polen viel weniger redet, als man sollte. Nämlich, ich rede von Russen auch. Nicht, denn die, wenn Pommern heute polnisch ist, dann deswegen, weil die Rote Armee gekommen ist und das Land den Polen gegeben hat. Also ohne die Russen wäre Pommern heute nicht polnisch. Den Satz hören Sie in Polen nicht. Ohne die Russen wäre Pommern nicht polnisch. Warum? Weil die Russen umgekehrt im Osten den Polenland weggenommen haben. Also Lemberg, Lwów waren ja doch überwiegend polnische Städte, die heute in der Ukraine liegen. Also Stalin hat im Osten Polen Land weggenommen, der Ukraine gegeben, der Bielorussland gegeben und so weiter. Und dafür hat er dann den Polen im Westen Schlesien und Pommern gegeben. Und also diese Tatsache, dass die Russen sozusagen immer mit im Boot waren, von der wird mir zu wenig geredet. Triglav hatte nach dem Kriege eine sowjetische Militärkommandantur. Und das Schloss, in dem ich groß geworden bin, da war ein sowjetischer Militärkommandant drin. Da war gar kein Pole. Das waren, und die Russen sind bei uns noch bis zum Dezember 48 gewesen. Bis Dezember 48, das sind 3,5 Jahre nach Kriegsende, waren in dem Dorf russische Soldaten und ein Militärkommandant. Dieser russische Teil der Nachkriegsgeschichte, der wird mir zu wenig erzählt. Also ich habe mir angeguckt, es gibt jetzt einen sogenannten Flyer, wie man das auf Englisch nennt, ein Flugblatt über Triglaffer Geschichte. Das ist sehr gut gemacht von den Polen, in zwei Sprachen natürlich, Polnisch und Deutsch, für die deutschen Touristen, die kommen, haben sie, also auf der vorderen Seite ist Polnisch, auf der hinteren Seite ist Deutsch. Da wird auch die alte deutsche Zeit, so gut man konnte, geschildert. Und dann kommt die polnische Zeit. Es gibt kein Wort über die Russen. Nicht, da steht drin auf dem Flyer, dass im März 1945 Triglav polnisch wurde. Das ist nicht richtig. Wie war das Verhältnis zwischen Russen und Polen, zwischen Russen und Deutschen und dieses Dreiecksverhältnis? Das ist interessant. Naja, wie Sie das sich denken können. Es war sehr schwierig zwischen Russen und Polen und es war anders zwischen Deutschen und Russen,
Und jetzt erzähle ich Ihnen etwas, was man in Polen gar nicht weiß. Als die Russen zu uns kamen, haben die sehr häufig zu uns gesagt, wir verstehen euch Deutsche gar nicht. Warum habt ihr eigentlich gegen uns Krieg gemacht? Wir haben doch nie was gegen euch gehabt. Wir Russen waren doch nie deutschfeindlich. Wir waren durch Jahrhunderte hindurch deutschfreundlich. Probleme hatten wir immer mit den Polen, aber nicht mit den Deutschen. Warum habt ihr Deutschen eigentlich Krieg gegen uns gemacht? Und ich werde Ihnen sagen, meine ersten Erinnerungen. Ich habe also wir hatten einen russischen Kommandanten am Anfang, der konnte Deutsch. Sonst hätten wir uns ja gar nicht unterhalten können. Das konnte ja kein Mensch Russisch bei uns. Und die russischen Soldaten, die einfachen, die konnten kein Deutsch. Nicht mal die. Also ich habe mich mit dem russischen Kommandanten unterhalten. Und der fragte mich, warum habt ihr uns eigentlich angegriffen? Und dann habe ich gesagt, ich war damals 12 Jahre. Ich weiß ich auch nicht. Dann hat er gesagt, frag mal deine Mutter. Das habe ich dann getan. Dann habe ich meine Mutter gefragt. Und die sagte, die Antwort ist einfach, weil Hitler ein Idiot war. So einfach sagte meine Mutter das, weil Hitler ein Idiot war und weil er gar nichts wusste von den Verhältnissen hier im Osten. Also, ich kam zurück zu meinem Kommandanten und sagte ihm, also meine Mutter sagt, weil Hitler ein Idiot war, deswegen ist er. Daraufhin sagte er, naja, ganz so einfach ist das nicht, denn es hat immerhin einen großen Krieg gegeben. Und hast du dir mal die Frage überlegt, kann man Russland überhaupt erobern? Die Frage habe ich nie vergessen. Also, keine Ahnung, ging es wieder zu meiner Mutter, fragte sie und dann sagte meine Mutter, war eine kluge Frau, die sagte, Russland ist viel zu groß, das kann man gar nicht erobern. Das hat noch nie einer erobern können. Also, ich kam zurück zu meinem russischen Kommandanten und sagte ihm, meine Mutter sagt, Russland kann man gar nicht erobern. Und daraufhin sagt er, du hast recht, du hast eine kluge Mutter, das kann man gar nicht erobern. Russland ist ein riesiges Reich, das reicht bis Wladiwostok. Und dann kam die Antwort, nicht nur die Deutschen sind damit gescheitert, auch die Franzosen unter Napoleon sind damit gescheitert. Und drittens, wie Sie sich denken können, auch die Polen haben es ja nie geschafft. Sie sind ja nur bis Moskau gekommen. Und keinen Schritt weiter. Keine europäische Macht hat es geschafft, Russland zu erobern. Und dann habe ich umgekehrt den russischen Kommandanten gefragt, weil ich so weit denken konnte, ja, wer kann denn überhaupt Russland erobern? Antwort des Russen, nur wir Russen selber. Wir sind jetzt in dieser, ich wiederhole nochmal, in der Übergangszeit. Das gab es nachher ja alles nicht mehr, als die Russen weg waren und als wir weg waren und der Adel weg war. Nicht dann, als die Polen kamen die kamen ja nicht mit dem polnischen Adel nach Pommern. Da musste erst etwas aufgebaut werden. Und nun kommt die schwierigste Frage. Was hat man den Polen, die zu uns kamen, in der Schule erzählt? Sie müssen jetzt diese Frage stellen, denn die kamen also aus der Grenze von der Ukraine oder so, die wussten ja gar nichts von der Geschichte des Landes. Also zum Beispiel, warum Pommern protestantisch war, wusste kein Pole. Warum, was sollen wir, das können doch nicht alle Sektierer sein, was ist da eigentlich los? Und dann habe ich mir zeigen lassen, polnische Schulbücher. Und da hat man natürlich möglichst wenig über die deutsche Zeit erzählt. Da hat man dann nur die Nazi-Zeit und so. Aber dass das eine alte deutsche Geschichte war, dass Pommern genauso deutsch war wie Niedersachsen oder Brandenburg, es wurde dann gar nicht mehr erzählt, sondern man versuchte,
nach dem Kriege in Polen zu sagen, ursprünglich war das alles slawisch und dann kommen erst die Deutschen und wir stellen im Grunde nur eine alte slawische Welt wieder her. Das konnte man aber gar nicht. Denn also Pommern ist im Mittelalter deutsch geworden. Das sind viele Jahrhunderte. Wie wollen Sie 600, 700 Jahre überspringen? Das können Sie gar nicht. Nach der Wende gibt es ja nicht nur die Wiedervereinigung Deutschlands, sondern es gibt auch sehr viele Veränderungen in Polen. Und ich behaupte, dass alle die Dialoge, die ich Ihnen eben differenziert erzählt habe, die kirchlichen, die universitären, die politischen, die, ich weiß nicht, wirtschaftlichen Dialoge, die haben sich alle nach der Wende verändert. Warum? Einmal, weil man heute mühelos zusammenkommen kann. Es ist ja gar kein Problem mehr, zusammenzukommen. Und zweitens mal, was genauso wichtig ist, weil wir alle uns ja allmählich auch ändern. Also ist Polen von heute ist nicht mehr, und ich gebe Ihnen gleich zwei Beispiele, nicht mehr wie vor 20 Jahren und in Deutschland auch nicht. So, jetzt kommen meine Beispiele. Denken Sie jetzt mal an die große Diskussion über die Flüchtlinge. Jetzt kommt etwas, hat es ja damals gar nicht so in dem Maße gegeben, eine völlig neue Situation. Der Konflikt mit der Ukraine, gut oder nicht gut, aber dann kommt natürlich der Nahe Osten. Das ist das heutige, das neue Problem. Und ich bringe es auf die religionspolitische Formel, der Islam. Europa heute hat es mit dem Islam zu tun. Und zwar sowohl auch in Frankreich. Wenn Sie heute mit Franzosen diskutieren, dann sagen die Ihnen ja, um Gottes Willen, wir sind ja bald keine Europäer mehr. Wir sind ja bald überfremdet, das ist ein Wort, das man immer hört, von den Millionen von Moslems, die zu uns kommen. So, jetzt können Sie sich denken, was hat das für Folgen für den deutsch-polnischen Dialog? Erste Folge, es gibt in Polen viel weniger Moslems als in Deutschland und viel weniger als in Frankreich. Die kommen ja erst. In Deutschland hat es ja die ganzen Türken gegeben. Was heißt, die gibt es. Wir haben ja Millionen Türken im Lande. Und wir haben Moscheen überall. Polen ist an dieser Stelle noch etwas zurück. Jetzt kommt auf einmal die neuen Flüchtlinge kommen von der Türkei, von Griechenland, von hier hoch. Und die Polen sagen, um Gottes Willen, das verändert ja unsere ganze nationale Identität. Wenn jetzt auf einmal, ich weiß nicht, nach Stettin 20.000 Syrer oder Iraker oder ich weiß nicht was kommen, dann antworte ich ja, geht doch mal nach Berlin, das ist nicht weit. Von Stettin nach Berlin sind es 120 Kilometer. Fahrt mal nach Berlin und seht ihr mal, fahrt mal mit der U-Bahn. Wie viel Fremde gibt es da? Also konkret, dieser sogenannte Prozess der Europäisierung, wir reden alle von Europa, hat ja einen doppelten Boden. Europäisierung ist ja nicht nur, dass sich die europäischen Völker untereinander näher kommen, Polen und Deutsche und ich weiß nicht was, sondern Europäisierung heißt auch, dass die nationalstaatlichen Grenzen geöffnet werden und jetzt kommen ganz andere Leute hier zu uns. Noch in den 50er und sogar noch in den 60er Jahren gab es sehr viele Polen in Pommern, die gesagt haben, wenn die Deutschen, die kommen sicherlich wieder nach Pommern und nach Schlesien. Also wie wird das werden? Das sagt heute kein Mensch mehr, weil man weiß, das ist vorbei, dass die Deutschen haben sich damit arrangiert. Und heute gibt es ganz andere Ängste. So, jetzt bei den Deutschen. Nicht vor 40 Jahren war natürlich die Hauptangst der Deutschen die Russen in Berlin. Nicht die Angst, dass Berlin
verloren gehen könnte. Interessiert heute kein Menschen mehr. Also nicht. Und so könnte ich jetzt mal durchspielen. Ängste sind nicht immer dieselben. Und die Zeiten sind nicht immer dieselben. Also was sind die Ängste der Polen heute und der Russen heute, der Deutschen heute? Die Russen, die Polen, sagte ich, haben also gegenwärtig, nach dem, was ich sehe, massiv Angst vor den Russen. Die Deutschen haben weniger Angst vor den Russen. Wovor haben die Deutschen Angst? Jetzt werde ich Ihnen eine verrückte Antwort geben. Es gibt viele Polen, aber auch Franzosen, die mir sagen, ihr Deutschen habt leider zu wenig Angst. Denn wenn ihr mehr Angst hättet, dann hättet ihr nicht die Türen so weit aufgemacht für die Flüchtlinge aus Syrien und aus dem Irak und aus dem Nahen Osten. Aber weil ihr zu wenig Angst habt, weil ihr glaubt, ihr könnt das alles, deswegen kommen die auch alle. Jetzt auf einmal wird das umgedreht. Jetzt höre ich auf einmal, dass man uns sagt, ihr Deutschen habt zu wenig Angst. Ihr müsst viel mehr Angst haben. Denn das ist doch etwas, wie die Franzosen haben ein schönes Wort, was man kaum übersetzen kann. Sie sagen, c'est plus fort que moi. Das ist stärker als ich, was auf uns zukommt. Wir haben es mit einer Welt zu tun, wo die Kräfte, die Mächte, mit denen wir es zu tun haben, vielleicht stärker sind, als wir können. Und jetzt kriegen Sie wieder eine neue Diskussion. Der Dialog über die Frage der Angst ist heute anders als vor 40 Jahren. Was machen sollten die Polen heute, die heute in Pommern leben, in Pommern machen? Meine Antwort: Sie sollten nicht nur wirtschaftlich denken. Also ich stelle fest, dass man in Polen immer nur wirtschaftlich denkt. Nicht also was die Produktion, was kann man noch rausholen? Und ich behaupte, es gehört zu einem Land auch eine Kultur. Es gibt nicht nur eine Wirtschaft in einem Land. Es gibt auch eine Kultur. Die Kultur der Kommunikation ist wichtig. Und darüber müssten die Polen mehr nachdenken. Also ich würde also vielleicht Folgendes sagen. Einmal, die Polen, die in Pommern leben, sollten nicht nur an Warschau denken, sondern sie sollten auch eine eigene Kommunikation mit Berlin und so weiter aufbauen. Die ist wichtig. Denn ich komme wieder auf meinen Punkt der Geografie. Nicht, Sie kommen an, die Geografie ist dieselbe. Stettin liegt heute genauso weit von Berlin weg wie vor 100 Jahren. Sie müssen eine Kultur der Kommunikation aufbauen. Und dazu gehören zum Beispiel Dinge, auch die Eisenbahnverbindungen müssen besser werden. Es gibt, früher fuhren alle Stunde ein D-Zug von Berlin nach Stettin. Heute müssen Sie in Angermünde umsteigen, einen Triebwagen, um nach Stettin zu kommen. Das ist doch kein Zustand. Da muss was passieren. Was muss man von der Geschichte wissen, um sich in der Gegenwart besser orientieren zu können? Das ist keine leichte Sache. Deswegen möchte ich zunächst einmal etwas sagen, was die alte deutsche Zeit betrifft. Nämlich, Pommern gehörte zu den sogenannten Ostgebieten. Heute nennt man das ja in Polen die Westgebiete. Für Deutschland waren das die Ostgebiete. Und das waren vor allen Dingen Schlesien, Pommern, aber auch Ostpreußen, also was heute zu einem Teil polnisch ist mit den Masuren. Der nördliche Teil Ostpreußens ist ja russisch, Kaliningrad. Also was waren, wenn ich diese drei großen Provinzen, übrigens, wenn ich das mal sagen darf, zusammen größer waren, als die ganze DDR war, vergisst man auch immer. Was muss man von denen wissen? Antwort: Pommern war von den drei Provinzen, die ich eben nannte, die ärmste.
die ländlichste, die am wenigsten industrielle. Schlesien war die reichste Provinz. Schlesien hatte nicht nur in Oberschlesien, sondern auch in Niederschlesien sehr viel Reichtum und hatte eine gute Wirtschaftsstruktur. Während Pommern sehr viel schwächer war. Ostpreußen war so in der Mitte, aber Ostpreußen hatte eine eigene Geschichte. Königsberg, wir vergessen das immer, war die beste Universität in Deutschland und dort war Kant, der große Philosoph, der größte Philosoph des 18. Jahrhunderts. In Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, war also ein geistiges Zentrum. Das hatten wir in dem Sinne in Pommern nicht. Pommern hatte zwar auch eine Universität, Greifswald, aber Greifswald liegt heute nicht in Polen, sondern liegt in dem deutschen Teil von Pommern, dem sogenannten Vorpommern. Stralsund, Greifswald, Rügen, das waren Gebiete, die haben lange zu Schweden gehört. Und diese Universität von Greifswald hatte längst nicht die Bedeutung für das ganze Hinterpommern wie Ostpreußen, wie Königsberg für Ostpreußen. Und in Schlesien war interessant, Schlesien hatte lange gar keine Universität, weil ja Schlesien österreichisch war. Aber dann bekam Schlesien eine Universität unter Preußen und die wurde dann eine bedeutende Universität in Breslau. Also, Schlesien und Ostpreußen hatten, wenn man so will, mehr kulturelles Eigenleben als wir in Pommern. Was machten wir Pommern dann? Wir orientierten uns mehr nach Berlin. Wenn ich böse wäre, aber ich will ja gar nicht böse sein, dann würde ich sagen, Stettin war eigentlich nur eine Durchgangsstation für Berlin. Man fuhr, wenn man wichtige Sachen hatte, nach Berlin. Es war ja nicht weit. Von Stettin nach Berlin sind 120 Kilometer. Das ist nicht weit. Also Stettin war zwar eine große Hafenstadt und hatte natürlich auch eine gewisse Bedeutung für Pommern, aber längst nicht die Bedeutung, die Königsberg für Ostpreußen hatte und längst nicht die Bedeutung, die Breslau für Schlesien hatte. Und das muss man sich klar machen. Also wir in Pommern lebten, ja, wie soll ich sagen, einerseits waren wir ganz zufrieden. Wir waren nicht besonders reich, aber wir lebten ganz zufrieden. Aber auf der anderen Seite waren wir nicht so selbstständig, wie sonst die Provinzen im Osten waren. Wir hingen mehr von Berlin ab, als das eigentlich, ich hätte beinahe gesagt, gut gewesen wäre. Ich wünsche mir, dass, also ich kann es ganz sagen, dass Polen sich stärker regionalisiert. Dass also ein Pole, der in Schlesien lebt, irgendwo ein Schlesier wird. Und dass ein Pole, der in Pommern lebt, irgendwann ein Pommer wird und sagt, ich bin ein Pommer. Dass ein Pole, der, ich weiß nicht, also in Ostpreußen lebt, sagt, ich bin ein Masure. Warum wünsche ich mir das? Weil ohne dieses Regionalbewusstsein, also sieht all das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Geschichte ja gar nicht integrieren können. Also dann sind sie ja eigentlich nur, wie ein Mechaniker, nicht? Dann sind sie, müssen sie halt ein Feld bewirtschaften. Das können sie auch woanders bewirtschaften. Da haben sie ja keine innere Bindung an das Land. Und ich wünsche mir, dass also Polen auch in den Schulen heute mehr über die Regionalgeschichte des Landes wissen, in dem sie heute leben. Hinterpommern, also das heute das Stettiner Pommern, liegt
weit im Westen vom Zentralpolen. Es ist von Stettin nach Warschau viel weiter als von Stettin nach Berlin. Und jetzt ist die Frage, wird dieses Pommern von Warschau aus genügend integriert? Wird es überhaupt gut genug verstanden von Warschau aus? Oder liegt Pommern wieder in einer Abseitsposition? Das wäre ja denkbar, dass Pommern in Polen genauso abseits liegt, wie es früher in Deutschland war. Schicksal. Also, ja, genau. Das ist wieder die berühmte Frage nach der Geografie, von der wir gestern gesprochen haben. Sie müssen eben, ich komme wieder auf die Frage, was muss man wissen, wenn man in einem Lande glücklich sein will? Man muss etwas von der Geschichte wissen und man muss etwas wissen von der Geografie. Wenn ein Schweizer nicht weiß, dass in seinem Land Berge sind, dann kann er dort nicht leben. Wenn ein Pommer, egal ob er Deutscher oder Pole ist, nicht weiß, dass es dort nicht so warm ist wie im Mittelmeer und die Sonne nicht so viel scheint, dann ist ihm nicht zu helfen. Also ein Pommer, der, egal ob er ein Deutscher oder ein Pole ist, lebt mit demselben Klima, mit dem wir durch Jahrhunderte dort gelebt haben. Und man muss etwas also vom Klima eines Landes wissen. So ist die Welt, in der wir leben. So ist die Welt, in der wir leben. Sie ist eben sehr, sehr verschieden. Und das müssen wir lernen. Also wir müssen, um die Fragen jetzt zusammenzubündeln, wir müssen erstens mal lernen, was war Pommern? Zweitens mal müssen wir lernen, was ist Pommern heute in Polen? Und was war Pommern in Deutschland? Ist nicht dasselbe. Nicht, denn die Oder mündet immer noch da in die Ostsee, wo sie immer gemündet ist.